Dr. Matthias Zimmer, CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Kipping, wie man mit einer Redezeit von 3 Minuten so viel Inhalt in eine Rede packen kann, der mit dem Gesetz eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Dafür haben Sie schon meine besondere Hochachtung. Und ich muss sehr deutlich sagen, der einzige Satz, bei dem ich hörbar aufgehorcht habe bei Ihnen, war der Satz, ich komme jetzt zum Schluss. Das war auch der beste Satz. Meine Damen und Herren, die Ministerin, Staatssekretärin hat auf die Genese des Gesetzes hingewiesen. Es ist kein Gesetz für große Schlagzeilen, kein Gesetz für die Talkshows. Es ist eigentlich eher ein Gesetz aus dem Maschinenraum der Gesellschaft, in dem wir bestimmte Dinge effizienter machen wollen, in dem wir Dinge beschleunigen wollen, in dem wir Dinge transparenter machen wollen. Das Gesetz hat eine lange Vorgeschichte in der Vereinfachung des Verfahrens- und Leistungsrechts, das eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe 2013 und 2014 erarbeitet hat. Wir haben in den parlamentarischen Beratungen diese Vorgabe, diese Vorlage benutzt, um auch einige Instrumente, arbeitsmarktpolitische Instrumente, zu schärfen oder neu aufzunehmen. Wir haben uns davon von dem Ziel leiten lassen, das SGB II effizienter zu machen durch eine Vereinfachung von Verwaltungsvorschriften, für die Bezieher transparenter, gerade Bestehen und Umfang von Rechtsansprüchen besser zu klären und damit auch die Menschen besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und das, meine Damen und Herren, ist auch die Messlatte, an dem wir dieses Gesetz messen wollen. Ich will aus der Vielzahl von Regelungen einige beispielhaft aufgreifen, die uns an dieser Stelle besonders wichtig gewesen sind. Die Schnittstelle von Ausbildungsförderung und SGB II hat die Staatssekretärin bereits erwähnt. Hinzu kommt eine Härtefallregelung für Umschüler, die keinen Anspruch auf BAföG hätten wegen Überschreitung der Altersgrenze. Wir wollen nicht, dass das dann zu einem Ausbildungsabbruch führt, sondern mit der Härtefallregelung dafür sorgen, dass dann eine begonnene Ausbildung auch zu Ende gebracht werden kann. Für uns wichtig war ebenfalls eine Flexibilisierung der sogenannten 2-in-5-Regelungen, also mit anderen Worten, dass wir Arbeitsgelegenheiten innerhalb von 5 Jahren nur für 2 Jahre anbieten können. Und es ist nun wirklich so, dass es häufig dann der Fall ist, dass Menschen auf dem Weg in den ersten Arbeitsmarkt dann nach 24 Monaten vielleicht noch nicht so weit sind, vielleicht 26, 28, 30 Monate brauchen. Wir wollen, dass wir da etwas flexibler werden, dass die Menschen eine Chance haben, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Und wir haben dann auch ausdrücklich in die Begründung hereingeschrieben, wen wir damit besonders meinen und besonders fördern wollen, nämlich Ältere und Familien mit schulpflichtigen Kindern. Ich glaube, an der Stelle ist das eine wirklich sinnvolle Maßnahme. Wir haben darüber hinaus bei der Einrichtung der AGHs, was ja immer auch ein Diskussionsstoff gewesen ist, weil dann gesagt wurde, naja, die Zusätzlichkeit, die Wettbewerbsneutralität und all dies ist ein großes Problem. Wir haben gesagt, lasst uns den Sozialpartnern vor Ort da mehr Mitsprache geben. Das exkulpiert jetzt den Geschäftsführer nicht von seiner juristischen Verantwortung. Aber wenn die Sozialpartner sagen, also lieber Geschäftsführer, das ist wettbewerbsneutral, damit haben wir eigentlich überhaupt keine Probleme, dann finde ich das einen deutlichen Fortschritt. Und wenn ein responsiver Geschäftsführer im Amte ist, und die meisten sind das, dann wird er auch auf seine Sozialpartner hören. Und wir haben da sicherlich einen erheblichen Fortschritt in der Frage, wer eine AGH bekommen kann. Wir haben darüber hinaus die Integrationsbetriebe für psychisch Kranke geöffnet. Da wird wahrscheinlich der Kollege Wittecker noch einiges dazu sagen. Wir haben als neues Basisinstrument den neuen Paragraphen 16h SGB II, in der wir passgenaue Lösungen vor allen Dingen für schwer erreichbare junge Menschen anbieten wollen. Ich glaube nämlich wirklich, das ist einer der großen Skandale, dass wir gerade junge Menschen in den ersten Arbeitsmarkt sehr viel stärker integrieren müssen, weil die Folgen, wenn wir es nicht tun, uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dann auf Trab halten werden. Und deswegen ist das an der Stelle eine sehr sinnvolle Lösung. Wir haben darüber hinaus die Zusammenarbeitspflicht der Behörden untereinander gestärkt, insbesondere Familien und jungen Menschen,
sie zu fördern, um sie aus dem Leistungsbezug herauszuholen. Wir haben in den vergangenen Tagen eine öffentliche Debatte gehabt über einige Punkte, auf die ich auch noch ganz kurz eingehen will. Wir haben den Grundsatz des Forderns in dem Gesetz gestärkt. Und das heißt, SGB II ist eine nachrangige Leistung. Und vorher müssen erst mal alle anderen Sozialleistungen abgefragt werden. Und wir haben die Mitwirkungspflichten derjenigen, die im SGB II-Bezug sind, hier deutlich angehoben und sie darauf verpflichtet, dann auch mitzuwirken, um andere Sozialleistungen beantragen zu können. Und haben sehr deutlich auch in die Begründung dann hineingeschrieben, dass das nicht für die Rente gilt. Weil die Zwangsverrentung, vielen Dank, lieber Kollege Birkwald, richtig, das steht auch an anderer Stelle, aber die Zwangsverrentung ist explizit mit diesem Thema nicht gemeint. Wir haben aufgrund vieler Anschreiben, die wir bekommen haben, das Abtretungsverbot, das relativ rigide formuliert gewesen ist, etwas zurückgenommen, weil es teilweise sinnvoll sein kann, für SGB-II-Bezieher eine Abtretung von Leistungen gegenüber anderen Trägern dann vorzunehmen. Das halte ich für ausgesprochen sinnvoll. Bei den temporären Bedarfsgemeinschaften bleibt es bei der alten Regelung. Es ist also nicht so, dass wir hier besondere Mehrbedarfe eingeführt hätten, sondern es bleibt bei der alten Regelung, die ohnehin schon Mehrbedarfe kennt. Also insofern, liebe Frau Kollegin Kipping, ist die Aufregung da auch völlig umsonst gewesen. Nicht geregelt, und zwar ganz bewusst nicht geregelt, haben wir die Frage von Sanktionen. Und das, glaube ich, sollte auch in so einem Gesetz nicht der Fall sein. Meine Damen und Herren, ich habe gesagt, es ist das 9. SGB II-Änderungsgesetz. SGB II ist ans Netz gegangen im Jahre 2005. Also wer rechnen kann, man hat im Schnitt dann in jedem Jahr ein Änderungsgesetz, was eine ganze Menge ist. Das zeigt nicht, dass wir schlechte Gesetze machen, sondern es zeigt, dass SGB II ein responsives System ist, ein lernendes System, wie es Karl Schieverling häufig formuliert hat, ein lebendiges System, dass es sich lohnt, auch in diesem System nachzusteuern, für die Betroffenen, für die Mitarbeiter, für die örtlichen Akteure, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Ich habe zu Anfang gesagt, meine Damen und Herren, es ist ein Gesetz aus dem Maschinenraum der Gesellschaft, und ich möchte zum Abschluss sozusagen den Maschinisten danken, die mit uns das Gesetz auf den Weg gebracht haben, die Berichterstatter der SPD, die Obermaschinisten aus der Bundesregierung, aus dem Ministerium für Arbeit und Soziales. Ich glaube, es ist ein gutes Gesetz, und ich kann Zustimmung vorbehaltlos empfehlen. Herzlichen Dank. Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen.